Willkommen zu einem kleinen, besser gesagt einem großen Stream darüber, wie lange und was ich alles auf YouTube gemacht habe. Genau, Digga. Let's go. Also, alles fing damit an, als ich mal 7 war, YouTuber werden wollte. Also habe ich einen Kanal gegründet, der hieß damals noch Boxing Man 1, ganz normal. Heißt der immer noch, Digga. Boxing Man 1 Legende, ihr wisst ja, aber jetzt Legende, ne? Also, da habe ich ein bisschen mal gestreamt. Irgendwann brach der Hype aus, dass ich einfach 8 war und Fortnite gezockt habe. Digga, der hatte 800 Zuschauer, ne? Ich hatte 800 Zuschauer und ja, es war irgendwann der Tag so, dass irgend viele auf mich aufmerksam geworden ist, dass sogar Standardskill einmal unter ein Video bei Boxing Man 1 Legende, das Video mit den meisten Aufrufen, da ist halt das Video, wo noch Standardskill damals noch geschrieben hat, einmal geschrieben hat, so. Das war mal auch was Neues. Ja, weil man muss halt überlegen, er hatte einfach 19 Kills wie Standardskill im Sniper-Modus. Er war so genauso gut wie Standardskill. Ich war 8. Meine Eltern haben mir auch erlaubt, Fortnite zu zocken. Ich fand es auch nicht so schlimm. Ich fand es auch okay. Es ist doch nur ein bisschen schießen. Ich mach nicht den News-Time-Mode, okay? Ihr wisst es ja. Ich habe zwischendurch mal auch ein bisschen Minecraft gezockt, aber ich habe mich echt drauf fixiert, Pro-Player zu werden. Er ist immer noch ultra krass, Digga. Selbst wenn ich ein bisschen weniger streame, weil ich mehr mich auf Schule konzentrieren muss, weil es schon, ja, höhere Klasse ist als 4. Aber er ist trotzdem Freitag, Samstag, Sonntag hier immer auf Twitch am Start. Weil das ist das Einzige, wo ich auch Zeit habe. Weil Montag Schule, Dienstag Schule, Mittwoch Schule, Donnerstag Schule, Freitag kann ich noch. Freitag ist Wochenende. Genau. Aber, wie gesagt, nach einer Zeit, weil ich 8 war, also wegen Kinderdissen nicht gezeigt werden, ich dachte mir so, ja, was YouTube meinte, ja, YouTube ist ab 13 und sowas. Komplett sinnlos, ne? Weil seine Eltern haben mir erlaubt und so, aber Logik. Sogar der Account war auf meinen Eltern angemeldet. Was ist das für ein Sinn? Das ist total unlogisch. Besaß ich nicht mal. Ich war nur ein Mensch, der Spaß haben wollte und Leuten Lustigkeit zeigen wollte. Irgendwann dachte sich YouTube, du bist zu jung. Geh weg, husch. Ehrenlos. Haben sie mich gebannt. Seit diesem Tag an bin ich von YouTube out. Ich habe keinen Bock mehr auf YouTube gehabt. Dann habe ich einen Kanal gehabt, einen neuen Kanal, ihr kennt ihn wahrscheinlich, DJ Golden Boy. Da habe ich dann auch wieder angefangen zu streamen, mit natürlich weniger Zuschauern, weil viele mich vergessen haben. Ich hatte damals 1000 Zuschauer und dann auf einmal 21, weil nicht so viele checken das auf einmal, weil ich habe das erst nach 6 Monaten wieder gemacht und habe ich auch wieder ganz normal gestreamt, diesmal sogar mit Maske wurde ich gebannt. Und das ist unverständlich. Damals könnte man sagen, ich habe ein bisschen beleidigt. Es war noch nie verständlich, nö. Damals konnte man sagen, ich habe ein bisschen beleidigt. Höchstens einmal F pro Stream oder so. Du hast nicht beleidigt, ganz gechillt. Aber also, ganz klein. Ja, er hat nur halt einfach, ne, so ein bisschen, ne, so einfach wie so ein normaler Junge halt so geredet, so, ne, aber er hat nicht jetzt beleidigt, ne, so. Ne, ey, heißt, du hast nicht beleidigt, ganz gechillt. Für 18, das ist echt kacke, wenn du als 8-Jähriger nicht mal Scheiße sagen darfst. Das fühlt sich so an, als würde dir jemand sagen, dass du nichts machen darfst, außer arbeiten. Für jemanden. Hä? Ich meine das in dem Sinne von YouTube-Sinne. YouTube-Sinne. Hä? Nein, guck mal. Ich sag ja auch mal in meinem Stream Scheiße oder so. Das ist halt ein normales Wort so, ne? Also, es ist ja keine Beleidigung, ne? Also, aber bleib gechillt, alles gut. Da hab ich. Das war einfach nur, ne? Weil sie meinten, du bist halt nicht 13 und sowas, ne? Nur deswegen. Obwohl du Erlaubnis von deinen Eltern hast, aber egal.
dazu, YouTube ist halt unlogisch. Da habe ich halt einen Kanal geöffnet. Ihr kennt ihn wahrscheinlich immer noch. Und kennt ihn? Ich bin's auch, DJ Golden Boy. Ich bin auch Boxing Man 1. Ich bin auch Back Ramon. Ich bin eigentlich alles. Okay? Ich bin das eigentlich alles. Genau derselbe Person. Nur damit ihr das wisst. Hier nochmal ein T-Shirt, als ich so circa 8 war. Boxing Man 1. Ich passe da kaum noch rein. Ich habe das jetzt einfach angezogen, damit ich jetzt im Stream ja ein bisschen ernster aussehe. Und ja, da habe ich auch angefangen zu streamen bei DJ Golden Boy. Dann auf einmal, ich trage Maske, sag kein Wort, sag, hab nicht mal Scheiße gesagt. Ja, ich habe nichts gesagt. Ja, und ich war 10. Ja, und, ja. Und auf Twitch. Das kommt einfach wegen dem anderen Kanal, weißt du, deswegen. Also, und Twitch hat sogar Leute gelassen, die 11 waren oder 10 waren. Habe ich öfters viele gesehen, die noch mit 10, 11 Jahren das Stream einfach ruhig. Ist ja kein Drama sozusagen, einfach nur. Es gibt ganz viele Streamer, die sind 10, 11 Jahre alt und die wurden noch nie gebannt oder sowas. Aber er wurde gebannt. Ne? Müsst ihr euch mal überlegen, wie unfair das ist, ne? Wie ungerecht und wie ehrenlos das von YouTube ist einfach. Du hast einen Standard-Skill, der hat 100.000 Zuschauer und du hast jemanden, der hat 1.000 Zuschauer. Den, der die 1.000 Zuschauer ist, ist YouTube egal, weil YouTube hat genug Leute einfach sozusagen. Die haben so berühmte Leute. Ja, also 1.000 Zuschauer ist jetzt nicht egal, aber... die haben einfach nur so gemacht, okay, bist halt nicht 13 und deswegen, weißt du? Es war halt nur dieser ehrenlose Move. Wenn Standard-Skill 13 wäre und überhaupt so viele Zuschauer hätten, von YouTubes Geldgeilheit, würde ich sagen, die würden ihm nicht bannen. Selbst wenn er 10 ist, selbst wenn er 5 ist, selbst wenn er ein Jahr alt ist. Der wird nicht gebannt. Ja, das ist halt schon, ja. Das ist keine Ironie. Das ist einfach Real Talk. Und dann wurde ich halt gebannt, wie gesagt, mit Maske, alles Mögliche. Und jetzt bist du hier auf Twitch am Start. Backramon. Dann habe ich noch einen Kanal, der heißt auf Twitch Backramon. Auf Twitch und auf YouTube. Backramon heißt er. Habe ich auch ein bisschen gestreamt. Und dann habe ich extrem die Laune bekommen, auf Twitch zu streamen. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf YouTube. Weil YouTube hat mich einfach aus dem Sinne getrieben, irgendeine Scheiße zu machen. Junge, die haben dich so weggeworfen, als wärst du Müll oder so, obwohl du der beste Spieler der Welt bist, Mann. Immer noch, sage ich ehrlich gesagt, meine dreijährige Story von 7 bis jetzt, ich bin ja jetzt 10, nur als Real Talk her, nur damit ihr das wisst, ich bin jetzt erst 10 und mit 7 habe ich angefangen, mit 7. Hab ein bisschen gespielt, hab ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe auch versucht, Spaß zu wirken. Ich habe auch versucht, so ein bisschen spaßig zu wirken. Und erstens, YouTube hat es ernst genommen. Ja, komm, egal, scheiß drauf, ne? Weißt du, es ist jetzt passiert, kannst du jetzt nichts machen, aber was wir auf jeden Fall machen können, wir können hier auf Twitch weiterhin streamen, Digga. Das ist halt das Geile, wir können weiterhin zocken. Mein Bro macht das ja schon richtig gut, Digga. Weiter so. Und jetzt erstmal, ne, jetzt wird erstmal mein Bro die Maske ausziehen, Digga, damit ihr auf jeden Fall seht, dass er es wirklich ist, Digga. Hier seht ihr es, Digga. Ne, er ist es, Digga. Moin, Leute, Trimax hier. Boxing Man 1, der alle echte, Digga. Boxing Man 1, DJ Golden Boy, Backhamon. Bin das alles eigentlich. Nur damit ihr es wisst, bin jetzt rot wegen der Maske, weil ich sie kurz getragen habe. Ja. Aber bin das eigentlich alles. Ich hoffe, nur damit ihr es ehrlich gesagt nur ist. Ganz wichtig, YouTube-Kanal, ne, Boxing Man 1, DJ Golden Boy, alles weitere ist auch verlinkt, ne, einfach draufklicken in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Es war's doch nicht mit dem Real Talk. Es geht weiter, damit ich dich so rot in der Cam ausziehe, sehe ich das mal wieder an. Na, brauchst ja. Du nicht, Digga. Du musst dich nicht verstecken, Bruder. Weg damit. Scheiß drauf. Also, ich werde jetzt um 20:30 Uhr so streamen. Wieder Fortnite. Ich wollte euch nur mal noch etwas sagen. Es war eine Story,
die ich nicht komplett durcherzählen konnte. Weil es war so viel los. Also das war erst ein halber Teil der Story. Es gab's noch sowas wie irgendwas Komisches, irgendwie YouTube hat genervt, irgendwas das. Das gab's so oft. Ja. Und das konnte ich noch nicht erzählen. Ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich euch mal gleich Tschüss sagen, weil erstmal sage ich euch 5 Minuten darüber nochmal, was ich alles nochmal erlebt habe, sondern ein bisschen formulieren und kürzer, damit ihr es wisst. Also, es fang halt an mit 7. Ja, Bro, du hast die Story schon erzählt. Alles gut, Digga. Musst nicht nochmal machen. Alles gut, wir haben es kapiert, Mann. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, bist du auch heute wieder live? Ja, um 20.30 Uhr. Genau, du bist heute. Er ist heute wieder live, 20 Uhr. Gerne vorbeischauen hier, ne, Backhamon. Haut rein, ne, würde ich sagen, oder? Das, was ich euch nochmal sagen will, es heißt nicht mehr YouTube. Das heißt nicht mehr YouTube, das heißt Twitch. Ich würde sagen. Das Mikrofon ist übrigens hier, ne? Ich weiß. ich würde euch nochmal sagen. Es war meine ganze Story von meinem Traum und YouTube und ich würde sagen, ciao Leute, wir sehen uns um 20.30 Uhr auf diesem Twitch-Kanal wieder.